Und damit... Frohe Weihnacht, euer Gnaden! Denn ja, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier vom KI-Turnier. Jetzt, nachdem die Geschenke ausgepackt wurden, hoffe ich, euch auch ein kleines Geschenk zu machen. Hier mit diesem festlichen Spiel. Hoffe, euer Weihnachtsbaum brennt nicht mehr und die gute Oma ist auch gelöscht worden. Mit dem Whisky und so, ihr wisst schon. Wie auch immer, wir gehen jetzt jedenfalls hier in das Spiel. Und zwar haben wir heute Hector gegen Wolf. Der Hector vom guten Corvot Entertainment eingereicht. Hector ohne Furcht und Tadel, hat auch ein paar coole Sprüche. Gegner. Leider hier dieses Pink, aber das lag einfach daran, dass wir das nicht besser hingekriegt haben und das eingesandte Bild irgendwie von der Farbtiefe irgendwie nicht richtig war. Oder da war irgendwie ein kleiner Farbton unterschiedlich zu dem normalen Pink. Aber ja. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Wir sehen auch hier der Landvogt. Ja, so gut, ich bin einverstanden. Am Start, wir gucken uns nachher vielleicht die Sprüche nochmal genauer an. Ja, so gut, ich bin einverstanden. Wolf bleibt einfach, wie er ist. Wolf ist eigentlich Trotobis Friedrich gewesen. Aber hier zum Wolf geworden, da wir schon so viele Friedriche hatten, wie wir sehen können. Und ja, Hector ist eigentlich ein sehr genügsamer Borgherr. Aber wehe dem, der seine Nahrungsversorgung angreift. Dem haut er nicht nur eine Delle in die Gewürzgurke, sondern verteilt auch noch kräftig ein paar Schellen. Und den gucken wir uns heute an. Gegen den guten Wolf. Und ja, ich bin gespannt, wer hier die Nase nach vorne streckt. Okay, erstmal wird die Burg aufgebaut. Wir sehen hier, Hector startet mit ein paar Coilies. Die sind normalerweise gut, um Wassergraben auszuheben. Und da gleich noch ein paar, ich wollte schon sagen, berittene Bogenschützen. Arabische Bogenschützen hier. Am Start. Gleich kommt auch ein Wall. Wir sehen hier, die Burg hat irgendwie so zwei Flossen, die am Anfang aufgebaut werden. Und ja, die Burgform ist auch cool, denn diese Flossen werden dann mit so Treppen in die Mitte verbunden. Das habe ich mir schon mal angeguckt. Wir können auch gleich sehen, Hector startet mit drei Eisenminen hier in das Spiel. Zwei Steinbrüche und eine Weizenfarm. Und er wird auch sofort auf Holzproduktion gehen. Startgold soweit noch nicht ausgegeben. 2000 sind noch übrig. Sind auch hier schon die ersten Brotkostengebäude. Und eine Kirche sogar noch im Startgold vorhanden. Sieht da, Hector nutzt das aus. Aber ja, bisher sind die Coilies noch auf dem Bergfried. Hier kommt die Treppe. Wir sehen, hier sind schon 5 Stufen gebaut. Auf der anderen Seite noch nicht. Aber momentan können die Leute ja auch noch so von alleine rausgehen. Der Priester ist hier gerade schon am Beichten. Andersrum eigentlich. Also manchmal beichten die Priester vielleicht auch. Aber ja, auf der anderen Seite hier Trotobis Wolf. 3 Brauereien, 3 Schenken. Da wird ordentlich Bier produziert. Und wir sehen auch schon, die grundsätzliche Waffenproduktion steht. 2 Schmieden sogar im Startgold, die jeweils 200 Gold kosten. Das kommt den Wolf hier teuer zu stehen. Scheint aber laut größte Lord-Statistik die Nase vorn zu haben. Ja, auch der Wolf nutzt hier Obstfarmen. Und ja, sogar Eisenminen hinten. Der hat wahrscheinlich alles vollgebaut mit Eisenminen. 2, 4, 6, 7... 7 Eisenminen schon am Start. Das ist natürlich enorm. Wir sehen auch 1, 2, 3 Steinbrüche und eine Menge Holzfäller, um halt diese Ausgaben auch zu rechtfertigen. Und da wird die Waffenproduktion schon erweitert. Kommt die zweite Bogen- und Pfeilmacherei hier hinzu und der zweite Pikmacher. Oh ne, sogar sind schon sogar 3 hier. Ich schätze mal, das werden insgesamt 3 Armbrustmacher, 3 Bogenmacher, 3 Lederharnischmacher, 3 Schwertschmieden, 3 Rüstungsspiele und 3 Pikenmachereien. Und dann vielleicht noch 3 Waffenkammern. Zumindest sieht es so aus. Wir werden das nachher nochmal genau beobachten. Tja, wir können ja auch sehen, eine schöne quadratische Burgform. Mit nochmal extra eingemauerten Außentürmen. Welche hier auch so Flaggen tragen. Eine Flagge auf dem Bergfried, eine Flagge auf dem Turm. Aber es ist ja noch kein Belagerungsgerät. Das liegt einfach daran, dass noch keine Baumeistergilde vorhanden ist. Trotobi hat übrigens auch ein komplettes Pack mit eigenen KIs. Könnt ihr euch ja angucken. Sucht einfach mal nach Trotobi AI. Da findet ihr ein komplettes KI-Pack mit 8 Bohren pro KI. Also wirklich enorme Arbeit steckt da drin. Hat auch eine eigene angepasste AIC.
die an die Vanille-AEC angelehnt ist. Also die Charaktere nur leicht verändert. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, wir gucken hier nochmal zum guten Coward Entertainment rüber. Der hat mittlerweile schon sein Boot aufgebaut hier. Zumindest in der groben Form. Da fehlen aber noch einige runde Türme, um das so richtig rund zu machen. Wir sehen, Brotproduktion steht. Zwei Brauereien sind auch schon da und genügend Hopfen, damit das auch gleich anläuft hier. Aber Bierschenken hat er noch nicht. Ich schätze mal, die kommen dann hinten. Ja, aufs Heck sozusagen. Hier auch so eine schöne Mauer, um die Ausrichtung der Bäckereien zu gewährleisten. Dann sehen die noch ein bisschen schöner aus, so an die Mauer angelehnt. Gut, das Geschmackssache ist klar, aber ja. Eine Schenke steht auch schon. Jetzt fangen die Macemen an, die Keulenschwinger hier, ihre Keulen in den Sand zu stecken und wieder rauszuziehen und wieder rein. Und da wird gleich Wasser entstehen. Sieht aus wie so ein Schiff oder vielleicht sogar irgendwie so eine Art Fluggerät. Könnten hier diese Seitenschubdüsen sein, die hier aus den... Also diese Zugbrücken können so Seitenschubdüsen sein, die quasi das antreiben. Kann ich auch sehen, ordentlich Waffenproduktion schon vorhanden. Mittlerweile. Armbrustschützen und arabische Bogenschützen auf dem Turm. Gucken wir nochmal die Statistik an. 50 Truppen, aber schon 60 beim Wolf. Der hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Wirtschaft. Der hat halt auch diese teure Holzwirtschaft, teure Brotproduktion meine ich, die sehr viel Holz kostet, verzichtet. Dafür aber noch teurere Waffenwirtschaft aufgebaut. Und der ist ja schon stark am Rekrutieren. Jeder Turm ein Belagerungsgerät, seems. In der Mitte nicht. Und jeder Turm eine Flagge. Auf jeden Fall eine starke Verteidigung. Mal sehen, ob da Coward Entertainment mit seinen Coilies was ausrichten kann. Keine der KEs benutzt irgendwelche Jäger. Schade eigentlich. Aber ja, Kühe werden wie immer gejagt. Wir sehen auch, dass der Wald hier unten spreadet. Hier oben wahrscheinlich auch. Da sind noch keine Holzfälle angekommen. Momentan reicht die Holzversorgung auf dem Rest der Karte noch aus. Aber die Bohren stehen mittlerweile. Können es wahrscheinlich auch ein bisschen beschleunigen, denn es dauert hier noch ein bisschen, bis da ein Angriff kommt, anscheinend. Wir sehen hier ordentlich viele Farmen, auch für die Trotobi-KI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Obstfarmen. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Käsefarmen, wahrscheinlich gleiche Priorität. Dadurch kommt natürlich nochmal ein bisschen mehr Beliebtheit rein. Einfach durch die verschiedenen Nahrungstypen. Und die 4 Hopfenfarmen on top ergeben das Übrige. Bierversorgung jetzt auch mit 4 Schenken gesichert. Die decken bis zu 120 Bevölkerung ab. Auf der anderen Seite sehen wir da effiziente Getreide- und Käseproduktion auch in der Kombination. 3 Weizenfarmen ist ein kleines bisschen wenig, gerade bei dem Abstand, den KIs normalerweise zu Farmland haben oder wie ineffizient die produzieren. Könnte man vielleicht noch eine mehr machen, aber momentan reicht es aus. 2 Mühlen werden sie auf jeden Fall nicht versorgen. Da bräuchte man mehr. Aber ja, sehen wir mal, wie es ausschaut. Ich glaube, 2 Mühlen sorgt wahrscheinlich eher dafür, dass hier Getreide gekauft wird und Mehl verkauft wird, was immer ein Minus-Deal ist für die KI. Ja, Coward Entertainment mit seinem Hector hat aber auch... Ja, also das sieht halt aus wie ein Car oder sowas, ne? Irgendein Vehikel. Der kommt ja hier auch schon... Der bekommt jetzt hier schon Besuch von den blauen Schwertis und so weiter. Auch ordentlich gebasht. Der Turm ist gefallen. Ich glaube, das ist ja auch die Schwachstelle der Burg. Dieser eine Turm, der halt keine Mauer dahinter hat. Hätte der noch ein bisschen Mauer dahinter, wäre ein bisschen stärker. Aber ist auch gut, wenn der Burg eine Schwachstelle hat. Wir sehen auch hier, die Ochsen kommen hier rein und raus. Ist die Burg gar kein Problem. Sammelt auch schon eine gewaltige Anzahl von Keulen an. 4 Gerber. 5 Gerber sogar. Aus wie 4 Schwertschmieden und 4 Bogenproduzenten auch. Ja, das ist ordentlich. Gerade wenn er jetzt so Armbrüste und Coilies erstellt. Quasi fast wie so ein Schweinchen. Und da kommen aber auch Coilenkämpfer von dem Wolf. Also der Wolf hat auch Coilenkämpfer, die er im Einsatz hat für die Raids. Sehen, die werden hier durch den Sumpf verlangsamt, sodass sie nicht abgeschossen werden können. Und da kommt auch schon der zweite Angriff von der Trotobi-KI.
Gucken wir uns jetzt mal genauer an. Baut hier zwei Feuerballisten, mit denen er die Farmen abfackelt. Und zwei Katapulte, mit denen er den Turm hier beballert. Das sieht so aus, als könnte er hier wieder reinkommen. Das ist schon spannender für den Hector als gedacht. Er hat noch gar nicht mal einen Angriff stemmen können. Auch schon 1800 Gold hier, aber noch nicht in der Lage, genug Truppen zu sammeln. Die werden jetzt halt auch gleich wieder kaputt geschreddert. Feuerkämpfer sind besonders schlecht gegen Schwertkämpfer. Hier noch die kritische Masse erreicht. Aber das war knapp. Keulenkämpfer machen weniger Schaden gegen Schwertkämpfer, weil die halt besonders viel Rüstung haben. Macht eigentlich keinen Sinn. Eigentlich müssten Keulen, also hier diese Morgensterne Rüstung countern. Machen sie aber nicht. Im Spiel ist das genauso andersrum eingestellt. Schwertkämpfer countern quasi Keulis. Aber hier die Raids, die verpuffen eigentlich. Die verpuffen an der defensiven Kraft von dem Hector, der hier auch immer mehr Bogenschützen, Armbrustschützen auf die Türme stellt. Wie viele Steinbrüche hat Hector eigentlich? 1, 2, 3, 4 Steinbrüche. Und da ist auch noch ordentlich Stein auf den Vorratslagern. Sie sind 3 Eisenminen. 3 Eisenminen sind wahrscheinlich gar nicht mal genug auf der Karte jetzt, um alle 4 Schmieden zu füttern. Da sieht man auch noch ein einzelnes Eisen hier. Ja, das sieht so aus, als wäre das immer alle. Könnte wahrscheinlich auch noch eine Eisenmine mehr gebrauchen und dafür einen Steinbruch wegnehmen. Aber ja, wir wollen mal nicht zu judgmental sein. Da kommt die nächste Balliste in die Ballisten-Range. Ja, die nächste Feuerballiste ja nicht. Leider nix. Das war wohl nix. Ja, lass uns mal ein bisschen beschleunigen hier. Ich glaube, da kommt bestimmt gleich der erste Angriff von Hector. Den will ich mir mal angucken. Hector halt völlig furchtlos. Aber der rekrutiert irgendwie nicht so schnell. Der spart sich sein Gold auf und macht nicht so viel. Schade eigentlich. Da kommt schon der nächste Angriff von Trotobis KI wieder. Trotobis Wolf jetzt mit 3 Ballisten und 3 Katapulten schon am Start. Das wird immer mehr. Der ist dem Hector da auf jeden Fall gefährlich nah. Und ja, in dem Moment speichere ich mal sicherheitshalber. Speichern. Einfach, weil dieses Spiel Benny schon so oft abgestürzt ist und ich will nicht den gleichen Fehler machen. Da schauen wir doch mal, ob das diesmal vielleicht nicht funktioniert. Also, ich meine, ob das jetzt abstürzt. Dann können wir an der Stelle laden und das nochmal weitermachen. Aber ja, der hat einfach viel zu viele Coin-Kämpfer da in der Burg, der Hector. Verliert aber auch einiges. Aber da kommt der Wolf einfach nicht durch. Ja, das reicht nicht. Sehen, der Wolf sammelt aber jetzt auch einiges an Gold an, während er angreift. Wird wahrscheinlich gleich wieder ausgegeben. Können wir mal gucken, wie viele Waffen er hier gespart hat. 3 Waffen kann man. Ja, da sind schon ordentlich Schwerter vorhanden für die nächste Angriffswelle. Gesteckte Waffen hier. Das geht auf jeden Fall ab. Und wir sehen, wie viele Keulenkämpfer da rekrutiert werden. Der wird wahrscheinlich gleich wieder mit einem ordentlichen Raid ankommen. Gleichzeitig aber Hector mit 5000 Gold. Immer noch am Chillen. Ohne Feucht und Tadel auf jeden Fall. Hier eine schöne Außenverteidigung. Eine Sache noch, die schön ist hier bei der Burg von Trotobi. Man sieht hier auch Gärten und schicke Sachen. Zum Beispiel so Statuen neben dem Bergfried. Und das ohne irgendwelche Angstfaktoren. Das sind quasi einfach nur Zierelemente. Da wird der Platz in der Burg wirklich ausgenutzt. Da kommt auch schon der nächste Angriff. Jetzt mittlerweile 4 Katapulte und 4 Feuerballisten. Also wirklich bis zum Gitnau. Und da kommen die stürmenden Feuerkrieger als Frontliner. Werden aber geschnetzelt. 240 Truppen von Hector und 8700 Gold. Und nein, Hector, was machst du denn? Hector greift jetzt an. Genau in dem Moment, wo er eigentlich überrannt wird. Oh mein Gott, das ist so. Oh. Wenn er jetzt stirbt, dann ist er halt echt selber schuld, ne? Gleichzeitig hier der Angriff von Hector. Aber, oh mein Gott. Ja, ich glaube, das war's. Hector stirbt hier. Während seine. Endlich wird ja langsam Zeit. Ja, also das war's, Hector, ne? Das war jetzt, nicht so ganz so tadellos. Aber vielleicht hast du ja noch eine Chance im Rückspiel, denn wir schauen uns ja immer 2 Spiele an und Hector hat sogar mehr Gold erwirtschaftet. Wahrscheinlich, weil er mehr Waffen verkauft hat und Trotobis KI hat das nicht getan. Ja, das Gold war aber leider nicht wirklich nutzvoll, das hat sich einfach nur angesammelt.
Vielleicht kann er es diesmal besser umsetzen. Schauen wir mal, ob Hector diesmal zum Angriff kommt, wenn wir hier die Seiten tauschen. Und wir gehen gleich wieder rein. Frohe Weihnacht, euer Gnaden. Bevor ihr eure Geschenke weiter bewirtschaftet oder was auch immer ihr mit euren Weihnachtstagen tut. Viel esst und fett werdet. Ja, lasst uns das zweite Spiel beginnen. Und ja, wir sehen Trotobi links unten mit dem Wolf in den blauen Steinen hier gegen Hector ohne Furcht und Tadel von Carbord Entertainment oben rechts auf unserer Turnierkarte. Und ja, wir zoomen mal ein bisschen raus. Diesmal können wir mal Trotobis KI ein bisschen zugucken, wie er aufbaut. Wir sehen hier direkt mit dem Wassertrog, um gegen das frühe Feuer vom Kalifen geschützt zu sein. Und er baut auch sofort die Eisenminen und die Steinbrüche auf. Da die haben auf jeden Fall eine hohe Priorität. Wir sehen das hier. Da wird das ganze Gold in Holz investiert. Wir können auch den Markt hier zugucken. Der kauft auch Bögen, okay. Holz für hier die Waffenproduzenten, ja. Noch Bier schenken, das ist gut. Nochmal 20, nochmal 20, nochmal 20. Das sind diese ganzen Eisenminen hier. Und da kauft er noch Nahrung, okay. Ja, hat wahrscheinlich Minimum Fruits eingestellt, weil das halt die Standardnahrung ist für den Wolf, dass er nicht out of food rennt. Wie man es so nennen will. Und ja, hier sehen wir auf jeden Fall, wie schnell die Waffenproduktion steht. Diesmal sogar noch mehr Waffenproduktionsgebäude als letztes Mal. Und direkt mit Hundekäfigen auch gegen Sklaven vorgegangen. Auf jeden Fall sehr feuerfest, diese Burg. Gut gemacht. Zwei Wassertröge und schon zwei Brunnen dazu. Also da ist... Das ist echt tadellos. Da kann sich Hector noch eine Scheibe abschneiden, denke ich. Der hat nämlich noch... Ach, der hat schon einen Brunnen, okay. Nee, ich habe nichts gesagt. Alles gut, Hector, ne? Schauen wir mal, ob du noch einen Brunnen baust. Habe ich vorher nicht so genau drauf geachtet. Ja, da kommen auch schon die ersten Steinlieferungen an für Hector, der hier mit seinen vielen Steinbrüchen brilliert. Jeder Stein bringt hier seine Steine zum Vorratslager. Damit wird er wahrscheinlich auch gleich seinen ersten großen Turm bauen. Oder auch nicht. Ja. Erster Turm. Nope, da kommt noch kein Turm. Wahrscheinlich wird der Stein komplett in den Wall investiert. Und in die Treppen. Wobei Treppen keinen Stein kosten. Man kann die einfach kostengünstig gratis setzen als KI, selbst wenn man Stein im Vorratslager hat. So ein kleiner Perk für die KI. Wir sehen auch hier Hector die ganze Zeit Supply blockt. Hat leider keine Bauern. Aber ich glaube, er braucht auch keine. Trotobis Wolf, aber schon wieder eine Nase vorn. Gräbt hier mit seinen Pikinieren den Wassergraben aus. Der die Schwachstellen ein bisschen mehr sichert. Ja, eine Sache, die ich dir auf jeden Fall sagen kann, selbst wenn du hier noch so viele Brunnen und Wassertröge hast in deiner Burg. Das sind jetzt hier 1, 2, 3 Brunnen, 2 Wassertröge. Und das hier ist nicht so feuerproof Design. Die Baracke direkt neben das Lagerfeuer, das bedeutet, das ist so ein Zyklus. Quasi, wenn die Baracke einmal brennt, dann spawnen hier keine Bauern mehr, die nicht sofort verbrannt werden. Und dann werden eventuell die Brunnen gar nicht besetzt. Das wäre natürlich ein Problem. Aber ja, hier ist leider nicht wirklich mehr Platz gewesen, wie man sieht, um die Baracke anders zu platzieren. Ansonsten doch sehr starkes Burgdesign hier von Trotobi. Bin da impressed von. Hat aber recht wenig Farm am Anfang. Ich glaube, da könnte man noch ein bisschen mehr Fokus auf die Farm legen. Ansonsten kauft er hier nämlich die ganze Zeit Nahrung. Aber ja, wir wollen mal nicht wieder so kritisch sein. Wir sehen hier zwei Türme schon aufgestellt. Da steht, ist die Verteidigung auch gesichert. Während Coward Entertainment hier noch mit einem Loch im Bug seines Bootes davon segelt. Insgesamt hat er 9 Bäckereien. Das wäre gerade genug, um eine Mühle zu saturieren. Trotzdem beide Mühlen am Start. Mehl ist aber noch nicht voll. Das dauert noch ein bisschen, bis die Wirtschaft angelaufen ist, um genug Getreide zu produzieren. Um die zu saturieren, die Mühle. Gerade auch durch die vielen Käsefarmen kommen halt weniger Weizenfarmen zustande. Wir sehen hier 5 Käsefarmen, nur 3 Weizenfarmen. Wir werden überfallen! Ja, gibt es schon die ersten Skirmishes auf der Map. Trotobis KI harass die Holzfäller zu Tode. Da kann sich der Hector leider nicht gegen wehren.
aber seine Gebäude werden abgerissen. Holzfäller jetzt schon auf den Bergen. Auf der anderen Seite ist schon der Wald fast komplett entfernt. Umweltschutz ist nicht so die Stärke der KIs. Aber deswegen haben wir ja hier die naturellen Habitate auf der Karte, wo sich der Wald refreshen kann. Immer schön englischen Wörtern um mich werfen hier. Tut mir leid, ich bin es normalerweise gewohnt, in Englisch zu casten. Das hat man schon gemerkt. Hector spart jetzt wieder Gold an. Da kann er natürlich sich schön Getreide kaufen, um dann wieder Mehl zu verkaufen. Aber das ist kein Problem. Das kann jedem mal passieren. Ich meine, wer mag es denn nicht, Mehl zu verkaufen? Okay, erster Angriff von Futobis KI. Der kommt direkt mit seinen Knieren gegen die Coinkämpfer. Kniere sind nicht so stark gegen Coinkämpfer wie Schwertkämpfer. Und die sind dann auch natürlich auch gestorben. Coinkämpfer machen halt ein bisschen mehr Schaden als Pikiniere. Ich glaube, am 1-1 sollte aber der Pikinier trotzdem noch gewinnen. Natürlich hier unter Beschuss von den Armbrustschützen und Torschützen. Diesmal hat Futobis KI nicht mal an dem Burg wirklich, also an der Burg, an dem Turm hier gekratzt. Der ist immer noch vollkommen im grünen Bereich. Oh, was? Da scheint der Wolf sich verirrt zu haben. Die Farm steht auf der falschen Seite der Karte. Ich will da aber auch einfach nur mal ein Zeichen setzen. Aus Prinzip. Hat sich bei der Made da was abgeguckt. Die Farm einfach da drüben platziert. Wir werden überfallen! ...203 Truppen. Das könnte schon wieder bald einen neuen Angriff geben. Wir sehen, der hat immer viele Waffen gespart. Da ist noch einiges übrig, um direkt nachzuproduzieren. Also mehr Waffen, wie man hier in der Waffenkammer hat, umso schneller kann der natürlich auch direkt eine neue Angriffsarmee rekrutieren und muss die sich nicht alle kaufen. Ansonsten wartet er halt nicht auf die Produktion und kauft sich viele Waffen, was dann ineffizient wäre. In dem Fall aber sehr effizient hier. 52 Truppen schon wieder. Und wir wollen eigentlich mal einen Angriff von Hector sehen, der hier die ganze Zeit seine Sword, die arabischen Bogenschützen raushaut. Der natürlich leider in die Verteidigung von den Ballisten des Wolfes hier rennt. Aber immerhin, die werden nicht gewonshottet. Auch nicht von Armbrustschützen. Ganz anders als europäische Bogenschützen, die natürlich gewonshottet werden von Armbrustschützen. Können wir jetzt gleich hier nochmal beobachten, wenn die direkt droppen nach einem Schuss von den gegnerischen Armbrustschützen. Teilweise nicht, da sind dann die Bogenschützen verantwortlich. Die brauchen ein paar mehr Schüsse, ich glaube 5 gegen europäische Bogenschützen. Arabische Bogenschützen haben noch ein bisschen mehr Leben als europäische. Daran liegt es, die haben glaube ich 12.000 Leben, europäische müssten glaube ich 10.000 haben. Nagelt mich aber nicht fest darauf, das könnte sich auch anders verhalten. Wir sehen hier, der Wassergraben wird umgebuddelt. Bald existiert da nichts mehr. Während gleichzeitig die Steinbrüche und Eisenminen hier von Hector zersägt werden. Hector noch keine Chance gehabt, selber anzugreifen. Wehrt sich hier mit allen Mitteln, die er hat, aber das Katapult steht noch. Ah, und der Turm ist gefallen. Das heißt, theoretisch wäre die Burg jetzt schon offen gewesen, aber da war einfach nicht genug Schmacks dahinter, um da durchzumarschieren. Ich weiß gar nicht, was diese betrunkenen Keulis hier machen, die sind ein bisschen lahm. Wir werden überfallen! Ich schätze, das sind so Raid-Einheiten, die sich irgendwo sammeln oder die irgendjemandem gefolgt sind. Vielleicht hat er die gemixt mit noch anderen Raid-Einheiten, dass die langsam überlaufen. Weiß ich nicht. War aber gerade irgendwie sah ein bisschen betrunken aus hier. Trotobis Wolf hat seine Armbrustschützen hier auch auf die andere Seite geschickt. Wahrscheinlich um seine Farmer zu beschützen. Natürlich auch ein ziemlicher Waste. Sort, die Armbrustschützen sind, naja, nicht immer effizient. Die können schnell mal überrannt werden. Gerade von Sort, die arabischen Bogenschützen. Da sieht es nicht so toll aus. Aber ja, in dem Fall ja, haben sie auch wirklich nichts gebracht. Vielleicht können sie trotzdem die Farm ein bisschen nehmen. Okay, sie haben was gebracht. Sie haben hier diese Coilies gebaitet in die Ballisten-Range von dem Wolf. Das sind auch schon die nächsten Sorte. Sie sind wahrscheinlich jetzt in einem immerwährenden Kreislauf. Okay, nein, hier wurden noch ein paar andere Bauern geschnitzelt. Das heißt, sie haben hier was sie verteidigen können. Sortie-Units im Melee sind wahrscheinlich nicht vorhanden dann für Trotobi. Na komm, Hector. Ball mal deine Kräfte zusammen, diesmal hast du nicht so viel Gold gespart. Sieht doch so aus, als hätte er alle seine Grabeeinheiten verloren.
Scheint, es wären nur seine Starteinheiten. Grabeinheiten, hätte keine extra Einheiten. Gräbt nämlich den Wassergraben nicht mehr aus. Das heißt, er hat hier jetzt seine Schubdüsen ein bisschen die Kraft verloren. Man so denkt, dass es diese blaue Flamme ist, die hier rauskommt, um das Schiff vorwärts zu bewegen. Es hat jetzt langsam Schlagseite bekommen und driftet hier nach links. Also nach links von ihm aus gesehen, wenn man jetzt so hier guckt, ne? Ups, ja. Genau. Das wollte ich auch so. Ja, und Unmengen an Außenverteidigung, die eigentlich ja nicht wirklich so effizient sind. Oh! Wir haben den Angriff ganz verpasst. Dann kam er direkt an und im gleichen Moment wieder der Wolf. Der gräbt hier den Graben offensiv aus. Aber das sind einfach. Das ist einfach nicht genug Schmackes dahin. Das sind einfach lange nicht genug Kollenkämpfe. Und die sind auch viel zu squishy. Die sterben hier wie Fliegen gegen die Armbrustschützen und Torschützen. Keine Chance für den Hector, unfortunately. Gar nicht biased. Und wir sehen, der Turm hat auch schon wieder gelbes Leben. Das nach so kurzer Zeit. Die Truppen des Wolfes marschieren in unsere Richtung, mein Lord. Hector, bist du schon gespannt? 5 blaue Punkte sagen ja, sein Lord wäre stark. Das werden wir gleich sehen. Hier laufen auch ein paar Truppen drumherum, um sich vielleicht die Wirtschaft zu snacken. Oh ja, wollen wir das vielleicht nicht zu lange hinauszögern? Wir sehen hier die Wellen gegen den Bug schlagen, die blauen. Das könnte man fast als Wasser interpretieren hier. Und der Turm ist gleich Geschichte. Ja, da fällt der Turm. Und selbst die Coin-Kämpfer, die hier rausgekommen sind zur Verteidigung, können nichts dagegen tun. Jetzt ist die Lücke offensichtlich auch für die anderen Truppen. Und sie marschieren hier in die Burg. Sieht aber so aus, als könnte Hector sich nochmal befreien. Der hat da schnell seine Matrosen ausgeschickt, um das Loch zu stopfen. Hat sich da also nochmal befreien können, glücklicherweise. Und jetzt läuft seine Außenverteidigung hier ganz vor, um Dominanz zu beweisen. Die Sortie-Coilies werden geschlachtet. Wolf aber schon wieder mit mehr Truppen. Und Hector spart sein Gold. Der ist ein bisschen geizig. Ja, er muss ja ein bisschen Mehl verkaufen können, ne? Dafür braucht er auch Gold. Und ja. Wir können ja mal schauen, was er so macht mit seinem Marktplatz. Wir sehen hier genug Brot auf jeden Fall im Kornspeicher. Da verkauft er das auch. Und da verkauft er Mehl. 7 Mehl werden verkauft. Also das bewahrheitet sich hier. Da 6 Armbrüste, verkauft auch Waffen, die er eigentlich lieber für die Produktion von Truppen verwenden sollte. Aber ich glaube, Armbrust im Angriff verwendet er einfach nicht. Liegt wahrscheinlich daran, dass die ihm zu langsam sind. Und wenn, dann schickt er hier seinen Torpedo, seine Keulis direkt auf den Gegner. Ohne Wenn und Aber. Naja, ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis Trutobis KI hier, sein Wolf, genügend Truppen beisammen hat, um sich zur Wehr zu setzen. Wow, die Anzahl an Verteidigern außen ist einfach insane. Aber ja, die werden halt hauptsächlich von der Balliste hier geschlachtet. Also ist leider nicht so effizient. Wir werden überfallen! Schauen wir mal, ne? 6000 Gold, 7000 Gold. Auf jeden Fall schon am Start. Ja, und die wirtschaftliche Überlegenheit von Hector bringt ihm halt leider nicht viel. Wenn er das Gold nicht umsetzt. Er will das halt nicht in die Brandung werfen. Wenn es doch eigentlich sinnvoll wäre, es in die Brandung zu werfen. Jetzt wahrscheinlich gleich wieder gegen seinen Bug schellen wird. Hier kommen die Bogenschützen raus. Aber hier die Außenverteidigung perfekt in der Platzierung. Auf dem Berg hier haben sie nochmal das dreifache Leben, weil Uphill-Fighting quasi immer den Schaden auf ein Drittel reduziert. Und ja, die sind hier perfekt platziert. Aber das Feuer kommt. Und es kommen auch ein paar Truppen raus, um sie anzugreifen. Währenddessen hier die Brandung zerstört den ersten Turm. Und da ist auch schon offen. Da ist die Burg einfach offen. Und die Wellen strömen hinein in das Schiff. Die Ostverteidigung hat aber gereicht, um hier die Fernkämpfer und die
Armee so weit auszudünnen, dass sie keine Chance hatte. Vielleicht sehen wir dann doch nochmal einen Angriff von Hector. 5000 Gold. Der hat ein bisschen was verloren, aber so wirklich einen Unterschied hat es gemacht, hat es nicht gemacht. Zwei Kapellen auch hier, ist auch interessant. Und eine Apotheke, um die Truppen wieder zu heilen. Wir sehen, hier sind ein paar Gelb auf dem Turm. Die werden wahrscheinlich gleich geheilt. Schauen wir mal. Da kommt der Apotheker. Ich glaube, der heilt erstmal die Leute auf dem Bergfried. Aber es dauert bestimmt nicht mehr lange, bis der auch hier oben vorbeikommt. Na komm, wo ist er denn? Ein Apotheker allein ist halt noch nicht genug. Priester sehe ich. Wo ist denn der Apotheker? Wo seht ihr den Apotheker? Ich glaube, der mischt gerade seine Tränke. Da ist er auch schon. Der kommt hier hoch und heilt ein paar von den Collies. Die sehen aber eigentlich alle voll aus mittlerweile. Da kommt er schon wieder an. Ja, da scheint auf jeden Fall noch Bedarf zu sein auf dem Turm. Und ja, mal schauen, ob der hier hochkommt, um die zu heilen. Leute, die Balliste kann auch geheilt werden. Auch wenn es ein Belagerungsgerät ist. Ach, das ist halt besonders effizient. Ich glaube, der Apotheker heilt aber auch Arbeiter und sowas, die Schaden bekommen haben. Oh ja, jetzt kam er hier gerade hoch, habt ihr gesehen. Da ist er wieder. Und nochmal. Der gelbe Armbrustschütze ist schon fast wieder voll. Ja, auf jeden Fall kurze Heilung für die Truppen. Auch ein Feature des Unofficial Crusader Patches, dass Apotheker Truppen, die Schaden kassiert haben, mit der Zeit wieder hochheilen. Ist aber nicht broken at all. Apotheken waren halt sonst ziemlich underused, underrated. Die haben halt nur Seuchenbekämpfung gemacht. Und das wurde halt, naja, kaum eingesetzt. Also Seuchen waren halt nicht so wirklich der Brenner, sag ich mal, unter den Schadensmöglichkeiten. Und ja, selbst die Resistenz an sich ist halt nur ein Flatwert, ist halt ziemlich langweilig, einfach weniger Schaden von solchen. Und nach drei Apotheken hat es halt auch gereicht, da konntest du halt nicht mehr rausholen. Jetzt kannst du mit den Apotheken deutlich mehr rausholen, aber ich rede schon wieder viel zu viel. Jetzt kommt hier nämlich der Angriff von Hector genau im falschen Zeitpunkt schon wieder. Kommt er hier raus mit seinen Truppen, und die Außenverteidigung steht aber. Kommt er hier raus mit seinen Truppen und rennt in die Feuerballisten, rennt in die Außenverteidigung und die Angriffstruppen von unserem Tobi-Wolf hier. Gräbt den Graben um, tötet die Belagerungskatapulte und Ballisten. Aber ja, die werden einfach zerschellen an der Außenverteidigung hier. Da ist einfach viel zu viel Zeug auf den Türmen. Da kann er gar nichts machen. An der Seite, der Turm ist schon wieder gefallen. Wir sehen hier, die Truppen versuchen noch irgendwie das auszudünnen. Aber jetzt fällt auch der letzte Keulenkämpfer von Hector hier, dem starken, gepanzerten Strom an Wasser, das in den Bug eindringt und sich zum Captain vorarbeitet, zum Hector. Gleich haben sie es geschafft. Sie stürmen den Bergfried. Hector kann beweisen, ob er stark oder schwach ist. Denn ja, gegen diese Übermacht hat er einfach keine Chance. Ja, natürlich sieht er ja noch schlimmer aus. Ich habe noch den anderen Spruch bekommen. Eine Nachricht, eure Lordschaft. Na endlich, wird ja auch langsam Zeit. Wird ja auch langsam Zeit, ja, ja. Da sehen wir wieder, Hector hat zwar mehr Gold erwirtschaftet, aber das hat ihm leider nicht zum Sieg verholfen. Und ja, der Tobi-Wolf führt hier mit 2 zu 0. Damit ist das Match entschieden. Aber ich würde sagen, wir gucken uns trotzdem nochmal ein paar Hectors an. Die haben ja noch ein paar interessante Sprüche auf Lager. Platz, ich bin der Landvogt. Ich würde sagen, wir machen hier einfach mal ein 4 vor 4. Matchups zustande. Ich würde sagen, auf Greenhaven haben wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Platz. Da bewege ich das hier einfach mal so zurecht. Gebe denen ein bisschen Gold. Und ja, würde ich einfach mal sagen, wir starten hier direkt rein. Schauen wir mal, was hier noch so an Nachrichten kommt. Eure Beliebtheit sinkt. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Können jetzt hier die rote KI kontrollieren. Um das Gebäude zu verwalten. Das Volk, es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Doppelte Ration. Muss ich eigentlich schon was denken können. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Vorsagemanagement ist auch interessant. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Aber wirklich will ich eigentlich nur die Sprüche hören. Aber ich sage, fragen mal nach Hilfe. Eine Nachricht, eure Lordschaft. Wie kamst du denn auf diesen Einfall?
Wie kamst du noch diesen Einfall? Ja, keine Ahnung. Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Lass uns ihn doch mal angreifen lassen. Es sind nicht genügend Arbeit, eine Nachricht, eure Lordschaft. Wir wollen keine Begleitung, wir gehen allein. Oh, wir komm schon. Überfallen. Vielleicht hilft er mir ja nach einer Zeit. Ich gebe ihm erstmal ein bisschen Gold. Eine Nachricht, eure Lordschaft. Da lacht das Herz, wenn es was zu fressen gibt. Oh, nice. Okay. Eure Verbündeten. Vielleicht fragen wir nochmal nach Gold. Das macht er ja nicht. Um das Gebäude zu verwalten. Eine Nachricht, eure Lordschaft. Bleib ganz locker, mein Kleiner. Wird schon schief gehen. Okay, okay. Eure Verbündeten. Lass uns mal ihn nach Brot fragen. Eine Nachricht, eure Lordschaft. Ja, schon gut. Sonst kommt ihr vor Hunger um und mein Bruder vor Mitleid nicht in den Schlaf. Sind auf jeden Fall coole Sprüche dabei, ja. Fällt mir. Hat schon ordentlich Charakter, aber ich glaube, wir können ihn nochmal nach Hilfe fragen. Eine Nachricht, eure Lordschaft. Ja, wir werden morgen da sein. Morgen? Naja, das ist ein bisschen spät, aber gut. Lass mal angreifen hier. Eine Nachricht, eure Lordschaft. Wenn wir zusammenarbeiten wollen, dann gebe ich den Ton an. Okay, er greift an. Mal sehen, ob Hector sich dann auch beschwert, der andere. Eure Verbündeten. Na, das hat nicht viel gebracht. Aber wir können ja mal den grünen fragen nochmal den Orangen nach Hilfe. Dann kann ich hier ein paar Truppen sammeln, damit es dann auch entsprechend gefährlich wird. Das fängt hier schon wieder an zu laggen. Eure Verbündeten. Hilfe anfordern. Eine Nachricht, eure Lordschaft. Wie kamst du auf diesen Einfall? Ja, da kommt er noch nicht. Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen zu viel verlangt von der KI. Wir werden ja, da greifen wir selber an, ne? Verbündet. Eine Nachricht, eure Lordschaft. Ah, jetzt ja, wir werden morgen da sein. Jetzt gucken wir mal, wie viel Gold er hat. 7000, gut, da kann er ja sicherlich noch ein bisschen mehr rekrutieren. Mir helfen. Schickt hier auch kontinuierlich Truppen. Dann lassen wir ihn doch mal eine schöne Armee sammeln und dann angreifen. Das wäre nicht schlecht. Und ja, das spielen wir das Ganze noch ein bisschen ab. Das geht leider nicht wirklich mehr als 500 hier, weil wir 8 Hektars haben. Aber vielleicht kommt ja einer in der Zwischenzeit um oder braucht auch unsere Hilfe und fragt nach Hilfe. Das wäre natürlich auch gut. Wir können einen ganz, ganz einfachen Trick machen. Was gibt's? Wir greifen ihn einfach mal. Ja, ich sehe, wahrscheinlich hat der Zwischenzeit gerade den Hof auf die Lichter gedrückt. Du siehst ja aus, sowas gibt's ja gar nicht. Es sind nicht genügend Arbeiter. Die sind so gut wie du. Eine Nachricht von der Lordschaft. Und jetzt. Wollt ihr da raus und schlagen? Bewegt euch! Manchmal hilft nur Muskelkraft. Wir wollen, dass der keine Lachen hat. Wir können uns hier nicht hinstellen. Weil die halt nicht uns wirklich unser Befehl unterstützt sind. Wir können halt nur Sachen eingreifen. Das heißt, wir töten jetzt einfach den Kornspeicher, bis er um Hilfe winselt. Das ist scheinbar der Angriffsbruch. Okay. Aber ja, der Gelbe wird sicherlich sich gleich um Hilfe bitten, oder? Ja, ich sehe, wahrscheinlich hat der Zosso vor Dankbarkeit den Hof auf die Lichter gedrückt. Du siehst ja aus, sowas gibt's ja gar nicht. nice. Na komm, Gelb. Sauer wie ein eingelegter Ehrlich. Gelb kann doch mal eine Nachricht senden hier. Eure Verbündeten. Na komm. Was? Kornspeicher? Gibt's nicht. Okay. Wir sind jetzt hier Number Uno. Wir können unseren Freund mal ein bisschen Gold senden, dass der hier schneller rekrutiert. Manchmal wir seinen Kornspeicher kaputt machen. So, Hector, die Bohnen. Send mir mal eine Nachricht, dass du Hilfe brauchst, oder? Nicht? Wird er nicht angegriffen oder was? Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Der scheint sich nicht unter. Okay, na gut. Egal, ich würde sagen, dann war's das erstmal. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit mit eurer Familie. Okay, lass uns eine Sache noch machen. Wir lassen mal den Typen, der hier die ganze Zeit uns Hilfe schickt, lass uns den mal angreifen. Und zwar den Blauen. Ja, der wird mich auch freuen. Wenn wir zusammenarbeiten wollen, dann gebe ich den Ton an. Weil, nee, lass uns mal den anderen angreifen. Den Helfer. Der ist ein bisschen schlechter. Eine Nachricht. Wenn wir zusammenarbeiten wollen, dann gebe ich den Ton an. Mal sehen, ob das irgendwas macht.
Na komm. Okay, ein Belagerungsgerät hat er aufgestellt. Eine Nachricht, eure Lordschaft. So schnell so raus. Okay, der hat sich verteidigt gefühlt, ja. Aber der Orangene macht hier ordentlich Druck. Eine Nachricht, eure Lordschaft. In der Natur sieht er ja noch schlimmer aus. Okay, ja, der hat, das haben wir schon gehört. Also der hat einfach nur Angst, dass er getötet wird. Das haben wir ja schon im KI-Match gehört gegen den Tobi Wolf. Mal kurz hier einreißen lassen. Ja, jetzt müsste jetzt auch die gleiche Nachricht wieder sein, schätze ich. Na endlich, wird ja auch langsam Zeit. Ja, ja, okay. Egal, das war's erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar und so weiter da. Und wir sehen uns dann spätestens am nächsten Freitag. Und, ach ja, ein Video kommt noch auf meinem Kanal und zwar. Nice, hups. Kommt auch eine Nachricht über was für Änderungen wir für Runde 2 vornehmen und wie die Tabelle aussieht. Da schaut er dann einfach nochmal am Sonntag nach dem Xander-Video hier vorbei. Und ja, ich freue mich auf euch und wir sehen uns dann. Ciao, ciao. Um das